ein schöner Tag. Hey, hier gibt's kein Junkfood zum Frühstück. Dad lässt uns. Der lässt euch auch ohne Unterhose in die Schule. Das heißt freischwingen, Mom. Ihr Ex hat wieder geheiratet, quasi. Eine Zwölfjährige. Hi, Sandy. Hi. Ich suche einen Job. Erzählen Sie mir mehr von dem ewigen Kind in Ihrem Ex-Mann. Da habe ich wohl übertrieben. Ich glaube, ich warte erst mal, bis er die Schule hinter sich hat. Kannst du einkaufen gehen? Was brauchen wir? Saft, Eier. Ja. Und Tampons. Wie bitte? Tampons. Ich schreibe nur Tee. Ich weiß das dann schon. Ich brauche hier mal einen Preis für Bio-Baumwolltampons. Tochter? Zwei. Ich weiß Bescheid. Zwei Jungs. Freut mich sehr, Sandy mit zwei Jungs. Ja. Jetzt ist wieder Muttertag und alle schenken was und ich habe schon ewig nicht mit Mom geredet. Hi. Oh, ich muss sagen, Jess. So sehr gealtert bist du gar nicht. Danke. Herein, es aufgeht. Überraschung! Hey, ich dachte, ihr seid in Texas. Naja, wir sind 20 Stunden durchgefahren. Wo kann ich für kleine Mädchen? Hier geht sonst gleich was daneben. Danke für die Info. Da lang. Dann kann ich nirgendwo mit hinnehmen. Ja. Ich bin adoptiert. Ich habe mich immer gefragt, ob sie mich einfach so weggegeben hat. Dann tu was. Du musst deine Mutter finden. Haben Sie Kinder? Karriere. Stressig genug. Für wen soll ich es signieren? Ich bin 16 und das ist mein Leben. Wo willst du hin? Rachel, steig da auf. Egal, was zwischen uns war, du bist und bleibst meine Mutter. Wir sind nicht das, wofür die anderen uns halten. Es liegt in unserer Hand, wer wir sind und wen wir an uns ranlassen. Out on the verge of the rest of our lives tonight. Out on the verge of the rest of our lives. Dad! Alles in Ordnung, Dad? Alles gut, nichts passiert. Tanner, nein, nicht! Oh, das ist jetzt schon das vierte Mal.